Das Märchen von der Glaswolle. Eine kleine Erzählung aus dem hessischen Dorf namens Zorn. Es war einmal ein wunderschöner Herbsttag. Der Himmel strahlend blau, die Wiesen am Dorf im herbstlich satten Grün und alles eingerahmt von den durch die Sonne golden gefärbten, weitläufigen Buchenwäldern. Bei diesem milden Wetter war noch einer der letzten umherziehenden Krämer unterwegs. Die milde Luft, der goldene Wald, herrlich! Und so war der Krämer auch wieder ganz zufrieden, dass er sich so spät im Jahr noch auf den Weg gemacht hat. Da hat der Schäfer schon recht gehabt mit seiner Überredungskunst. So sinnierte der Krämer weiter. Ja, sicher. Die beiden Säcke, Wolle, von dem Schäfer hatten natürlich noch Platz in seinem Laderaum. Aber nur wegen der Wolle wäre er nicht so weit gefahren. Ups, rumpel, rumpel. Schon wieder ein Schlagloch. Im Laderaum rumpelte, klapperte und schepperte es ganz schön. Ah, hoffentlich bleibt alles heile. Der Krämer hofft auf mehr Geschäfte, als nur die Wolle abzuliefern. Tja, und überhaupt fiel dem Krämer ein, wie soll ich denn die Wolle abliefern? Außer einem Namen hatte er keine Info. Sein Navi war schon vor einer ganzen Weile im Funkloch versunken und steckte immer noch drin. Verflixte Gegend, außer Landschaft war hier wohl nichts. Und dann der Dorfname, Zorn. Ach, den Kopf voll mit solcher Art Gedanken kam er zu diesem kleinen Dorf. Quietsch! Überrascht bremste der Krämer unvermittelt am Anfang des Dorfes. Die ganze Gasse entlang konnte er ins Dorf schauen. Alle Bewohner schienen draußen zu sein. Er sah kleine, mittlere, große Gruppen jeden Alters, scherzend, lachend und arbeitend, beieinander stehen. Vorsichtig näherte er sich einer Gruppe. »Ei, was ist denn hier bei euch los?« will der Krämer wissen. »Och, das mache ma samstags immer so. Gaskehre mit alle beisammen. Was willst denn du?« kam die Antwort. Ah, der Krämer musste sich erstmal den ungewohnten Dialekt sortieren. »Ja, also ich...« Die Dorfbewohner schauten ihn neugierig an. »Ja, also...« Er konnte nie gut reden, wenn alle auf ihn starrten. »Puh, also, ich habe einen Auftrag von einem ganz besonderen Schäfer, der ganz besondere Wolle hat für einen ganz besonderen Menschen.« Puh, nun war es raus. »Und ich weiß gar nicht, wo ich hier hin soll. Und, ei, ihr habt de Woll? Ei, Gott sei Dank, endlich! De Sobbebub war doch schon so lang!« Jetzt waren alle so ganz richtig aus dem Häuschen. Die Nachricht ging schneller als ein Lauffeuer um. »Ei«, sagte der Erste, »da, der Gasnunder, da seht ihr direkt grad us, das gelbe Häuschen da, da findet ihr den Sobbebub. Fahrt nur schon mal vor, wir kommen alle gleich hin.« So viel Wirbel um die Ware hatte der Krämer noch nicht erlebt. Seine Neugier wurde immer größer. Auf dem Soppehof angekommen, stellte der Krämer sich in Erwartung auf viel Kundschaft schon mal ordentlich hin. Dann befreite er die Wolle aus seinem Laderaum. Aber jetzt schienen die Säcke seltsam lebendig, als ob sie ihm entgegenspringen, als ob die Wolle wispern würde. Och, der Krämer schüttelte den seltsamen Eindruck ab und klopft beherzt an die Tür der Buben. »Gude«, so wurde der Krämer vom Sobbebub Heiko freudig begrüßt, »bring dir endlich de Woll.« Da hat sich mein Schäfer aber viel Zeit gelassen. Diesmal, meine Nachbarn sind schon ganz ungeduldig. »Was ist denn nun das Besondere an dieser Wolle?« möchte der Krämer endlich wissen. Dabei scheinen ihm die Säcke fast aus den Händen zu springen. Oh, »folgt mir«, lädt Heiko den Krämer ein und geht dem Waschkeller. Die Wollsäcke ziehen den Krämer fast hinter sich her. Och, und so erfährt der Krämer von den Besonderheiten dieser Wolle und warum sie für die Winterplover so wichtig ist und die Plover so begehrt sind.
Derweil wird es draußen auf dem Hof lebendig. Die Dorfbewohner kommen. So wie jeden Samstag treffen sie sich rundherum beim nächsten Nachbarn. Und bei lecker Essen und Getränke wird die Geselligkeit weiter gepflegt. Der Krämer lernt jetzt noch den anderen Soppebub kennen. Georg, Heikos Mann. Der schmunzelt über den überraschten Krämer und lädt ihn zum Verweilen ein. Doch so richtig Ruhe findet der Krämer nicht. Die Dorfbewohner möchten noch was kaufen, sehr zu seiner Freude. Heiko unterdessen stürzt sich nun voller Begeisterung auf seine Wolle. Er liebt es, die frische Wolle aus dem Sack zu befreien. Und dann geht er ganz darin auf, sie zu zupfen, zu waschen, zu kämmen, zu kadieren, um sie dann endlich verspinnen zu können. Er konnte es jedes Mal kaum erwarten. Die Ideen für seine Pullover kommen ihm immer beim Verarbeiten der Wolle. Als ob diese mit ihm sprechen würde und mitteilt, was sie werden will. Kurz oder langarm, mit oder ohne Rollkragen, Kapuze, ach nee, oder ach ja, gerne, Loch- oder Zopfmuster, quergestreift, längs geringelt, Naturfarben oder buntig. All das hört Heiko aus seiner Wolle heraus. Aber diesmal war es irgendwie anders. So sehr Heiko sich auch bemühte, es fiel ihm kein Pullover ein. Es war ihm, als flüstert die Wolle Glas, Glas, Glas. Aber nein, wie kann das sein? Ei, du bist doch Wolle, sagt Heiko. Ich spür's genau. Du Wolle bist doch für meine besonderen Winterpullover bestimmt. Aber er hörte es wieder und wieder und wieder und wieder. Glas, 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 Glas. Völlig ratlos wendet Heiko sich an seinen Mann Georg. Hörst du das auch? Was denn? Fragt Georg. Lauf doch mal der Wolle beim Spinnen, sagt Heiko. Und da war es wieder. Lauter jetzt. Glas, 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 Glas. Im Rhythmus des drehenden Spinnrads. Beide sahen sich ratlos an. Was nun? Tja, wenn die Wolle offensichtlich nur nach Glas ruft, dann müssen wir zum Glas hingehen, war Georgs ganz praktische Überlegung. Ja klar, jetzt kam Heiko auch auf die Idee. Logo, beim Glas kann uns nur ein einziger Mensch im Dorf helfen. Die Schönbergers Glaserin. Und weit zu ihr war es auch nicht. Gerade die ersten Stückchen runter. Und so machten sich die Soppebube mit ihren frisch gesponnenen Wollknäueln auf den Weg. So wie das ganze Dorf besonders ist, so ist auch jeder Platz im Dorf ganz besonders. Und übrigens gibt es hier deswegen keine Straßen und Hausnummern, weil jedes Haus den Namen seines Erbauers trägt. Und so hat sich Schönbergers Werkstatt von einer Schreinerei in eine Kunstglaserei gewandelt. Und egal, wer in Zukunft dort wohnt, es wird immer Schönbergers bleiben. Ach, wie auch immer, zurück zu unserer Geschichte. So wie Heiko mit seiner Wolle spricht, so hielt es auch die Glaserin mit ihrem Werkstoff Glas. Dieses spröde, bunt funkelnde, kühle Material scheint auch ein Eigenleben zu haben. Wenn die Glaserin in der Werkstatt an ihren Entwürfen arbeitet, lauscht sie auf dieses leise Klingeln. Welche Form, wo will dieses Stück passen? Transparent, opal, opak, modern oder antik, Sonne oder Kunstlicht. Welche Geschichte erzählt dieses Glasfenster oder jenes? Wie spielt das Licht mit dem Glas und der Glaserin? Oder die Glaserin spielt mit dem Licht und dem Glas? Oder das Glas hat doch seinen eigenen Willen? Sehnt sich nach Sonne und Wärme? Wie auch immer. Mittlerweile waren die Soppebube bei der Schönbergers Glaserin angekommen. Wie ein Ohrwurm schien die Wolle immer weiter nach Glas zu flüstern. Und jetzt konnten die Buben die Knäule kaum noch festhalten, so sehr zappelten diese. Sehr merkwürdig. Es war übrigens nicht zu übersehen, zu wem man kam.
Überall in den Fenstern bunte, glitzernde, schön gestaltete Scheiben. Hat Wolle Augen? Ach nee, oder? Ach, aber die Buben hatten Glück. Die Glaserin ist daheim. Wie immer kopfüber in ihrer Arbeit, platzt die Werkstatt beinahe aus allen Nähten vor lauter Projekten. Hier ein paar Kirchenfenster, da entsteht ein Lampenschirm. Dort erkennt man einen Engel und da warten Glassteine auf ein Mosaik. Überall Glas, 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 das hier in allen Farben schimmert und glitzert. Die Glaserin freut sich über den Besuch. Aber warum waren die Buben so unentspannt? Bevor die Buben von den sonderbaren Erlebnissen mit ihrer Wolle erzählen können, springt der Glaserin auch schon ein wild zappelndes Wollknäuel entgegen. Ups, was ist das denn? Das ist ja ganz aufgeregt. Die Glaserin ist irritiert. Ein lebendiges Wollknäuel. Damit nicht genug. Schon ist ein Echo aus dem Glasregal zu hören. Ein zartes, glashelles Klingeln wie bei einem Windspiel. Aber greifbarer. Wolle warm, Wolle warm, Wolle Wärme, Wolle Wärme. Wie jetzt? Die drei schauen sich verwundert an. Zappelnde Wolle, klingelndes Glas. Fangen wir an zu spinnen. Die Glaserin ruft nach ihrem Mann. Als dieser in die Werkstatt kommt, hält er verwundert inne. Da stehen drei Salzrollen. Und die sehen aus wie seine Frau und seine Freunde. Psst, Volker, hörst du das auch? Flüstert die Glaserin ihrem Mann zu. Große Fragezeichen stehen über seinem Kopf. Er war ratlos. Und dann stürzten das klingelnde Glas und das flüsternde Knäuel auf Volker ein. Fassungsloses Kopfschütteln. Schwingende Scheiben, hüpfende Wolle. Nee, 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 nee. Unglaublich. Sind wir hier im Märchen? Versteckte Kamera. Och, sagt die Glaserin, sie hat sich als Erste wieder gefangen. Schaut doch mal aufs Wetter. Sonnenschein macht albern. Und das, was bei uns Menschen klappt, kann noch auch bei unserem Lieblingsmaterial funktionieren. Grinst sie ganz breit. Puh, so eine Aufregung. Um mit solch schwierigen Situationen klarzukommen, brauchen Hessen erstmal einen ordentlichen Ebbelboy, findet Volker. Endlich legt Heiko die Wolle auf einem der Tische in der Werkstatt ab. Die Freunde wenden sich einander zu und stoßen auf diesen ungewöhnlichen Tag an. Und wie soll das jetzt werden mit dem Glas und der Wolle? Das Klingeln und Wispern im Hintergrund der Werkstatt wird leiser. Sollten die vier Freunde aufhorchen? Ach nein, psst, ihr Menschen, hört weg, feiert weiter. Da klappert und raschelt nichts im Materialschrank. Da bewegt sich auch nichts auf dem Arbeitstisch. Nein, nein, nein. Wolle, Glas und alle anderen Dinge auf diesem Tisch fühlen sich unbeobachtet. Wie als wenn da ein Zauber wirkt. Zwischen Glasfenstern, Bleikristall, bunten Scherben und Bleisträußen wächst dort etwas Neues. Psst, leise, leise, leise wirkt der Zauber. Schnurr, schnurr, schnurr. Nein, die Menschen hören nichts. Rollschepper klingeln. Nein, die Menschen sehen nichts. Schlänge um Schlänge, Steinchen für Steinchen, Öse für Öse. Schlängelt doch was. Nein, nein, Mensch, träum weiter. Da war keine Lichterkette. Nein, nein, nein. Die Freunde sitzen immer noch bei Ebbelboy und philosophieren über Wolle und Glas im Allgemeinen und Besonderen. Schon scheint die Nachmittagssonne durchs Werkstattfenster. Die Spinnweben wirken wie goldene Fäden und Schleier, bestrickend und garnend bezaubernd. Trommelwirbel lässt alle aufschrecken.
Hoppla, was ist passiert? Da, über dem Arbeitstisch, schwebt, begleitet von zarten Klingeln, der Glasengel im goldenen Nachmittagslicht. Der Engel scheint mit seinen Händen zu segnen. Ein Glitzern, ein warmes Schimmern und wie von Fäden gezogen, hebt sich die Glaswolle, das Wollglas, hebt sich vom Tisch empor. Wow, was für eine Vereinigung. Da staunen Sie, die vier Freunde. Das kann nur am Ebbelwoll liegen. Da achtet man einmal nicht auf die Werkstücke, schaut einen Moment nicht hin und dann sowas. Oh, endlich war Ruhe. Wolle zufrieden, Glas zufrieden. Aber nichts mit Plovers diesen Winter. Dafür bekommen jetzt alle etwas völlig Neues. Helle, warme Glaslichter. Bunt. Toll. Phänomenal. Uff. Tja. Ja, so geht das hier in diesem kleinen hessischen Dorf zu. Hier in Zorn. Inmitten der großen Buchenwälder. Und wenn der Navi-Satellit endlich mal das Dorf findet und dann aus dem Weltall auf uns blickt, werden wir hier dank der tollen, wunderbaren, warmen, strahlenden Glaswollglaslichter der hellste und wärmste Punkt auf der Erde sein. Ende.